Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077, 2077, wie auch immer das in Wirklichkeit heißt, Cyberpunk. Wir sind Konzerne, haben von unserem Chef den Auftrag bekommen, seine Chefin umzubringen, weil die ihn immer ärgert und seine psychopathischen Aktionen nicht gutheißt. Und da braucht man natürlich jemanden, dem wir vertrauen können. Und deswegen treffen wir uns jetzt mit Jackie in Lizzie's Bar. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. And the few who do know the truth, they won't know it for long. Das ist doch schon mal günstig. Ja, und dazu gehen wir jetzt einfach zur Garage. Access granted. Lass uns hier von diesem Scanner richtig einmal blenden. Durch den Metalldetektor noch durch. Und können hier mit so einem geilen AV, ich weiß nicht, wofür das steht, Autonomous Vehicle, eigentlich meistens. Und ja, tatsächlich kein Fahrer, ne? Das ist automatisch gesteuert, aber sehr luxuriös. Damit fliegen wir zu Lizzie's Bar. Na, da fallen wir doch auf wie ein bunter Hund. Please provide your destination. Ja, wo wollen wir denn hin? Bring up District Analytics. Increased NCPD presence and activity has been reported in Haywood. No official statement has been forthcoming. Intercepted radio communications suggest MaxTac has been sent to the area. A widespread power failure has been reported in Santo Domingo. All other districts exhibit activity within expected parameters. Wieder eine Cyberpsycho, ne? Da haben wir ja beim letzten. Also, wenn sie MaxTac schicken, muss halt irgendwas Großes sein. Und üblicherweise ein Cyber-Psycho. Und da haben wir ja schon gesehen, ne? In den letzten, ich weiß nicht welcher Zeitraum, das war Monate, irgendwie 40 Fälle. Allein in Night City. Destination: Lizzie's Bar. Noted. En route. Of the European Space Council screeched to a grisly halt following a failure in a neural stabilization system. Five European Space Council members are dead, while three remain in critical condition. Authorities are still looking into what might have caused this shocking incident. The council members were all wearing Biotechnica-provided devices. The corporation's representatives have, as yet, refused to comment. Our reporter is on the scene. We'll have updates on developments as they come to light. Stay with M54 News for the latest. Na, da kann man doch gleich Biotechnica die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist doch hervorragend. Das funktioniert doch für uns. Aber richtig helle Werbung. Es sieht halt mega schön futuristisch aus, ne? Und wenn es halt nicht so bei mir so Kartoffelgrafik wäre, würde es bestimmt noch mal viel besser aussehen. Ach Gott. Muss ich da rangehen? Hello, V? Yes? We weren't scheduled to connect till the end of the week. Quantified Satori received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Is everything in order? I'm dealing with a temporary nuisance. Nothing you should worry about. Just think back to our last session. The neuromotor relaxation exercises three times a day, they'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. See you later. Super. Das ist das Med Center. Das ist doch nice. Pure Overkill. Eine Krimiserie vielleicht? Chromanti Court, was wie es ist? No designated landing site has been detected at the destination. Find a spot close to the bar, as close as you can. Fuck procedures. Ja, aber echt. Initiating landing sequence based on new parameters. Wir arbeiten hier für einen der Konzerne, denen die Stadt quasi gehört. Da können wir überall parken. Und das ist nicht mal unser Fahrzeug, das heißt, ich bekomme nicht mal das Ticket.
Nee, muss ich aussteigen? Kann ich nicht noch was trinken? Fuck's your problem, Psycho Suit. This looks like a landing pad to you. Ja. Could have fucking crushed us. Jesus Christ. Okay, no, no, hey, we ain't looking for no beef with you. Hättet ihr euch mal vorher überlegen sollen. Leave me alone. Wir sind ein Kabuki. Wollen wir mal auf die Karte gucken? Das wäre doch vielleicht ganz... Aber wir sind ja auf dem Dach, ne? Also ich weiß nicht. Aber da drüben kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Auch wenn es hier halt ein paar interessante Sachen gäbe wahrscheinlich. Hier vom Corporate Plaza sind wir echt nicht weit geflogen, gerade durch die Stadt. Aber es war schon eine Strecke, ne? Also... Gucken wir ins Journal. Okay, also nochmal zusammengefasst. Abernathy ist Jenkins' Boss. Jenkins ist dein Boss. Und hat dir aufgetragen, Abernathy umzubringen. Genau. Typischer Fall von Pest oder Cholera. Wenn du sie umbringst, bist du am Arsch. Wenn du Abernathy davon erzählst, bist du erst recht am Arsch. Warum? Weil du schon seit ein paar Jahren zu Jenkins' Team gehörst. Wenn du die Sache erledigst, und sie gut machst, wirst du vielleicht befördert. Du wirst nie wieder eine Nacht durchschlafen, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand dich aus dem Weg räumen will. Arasaka ist und bleibt der Konzern mit den unbegrenzten Möglichkeiten. Cool. Also wir sind so oder so am Arsch auf jeden Fall. Wir haben keine Street Cred. Yo. Keep an eye on the AV for me, will you? I don't get paid to do that. I wasn't asking. I'm not a scratch on it when I get back. Welcome to Lizzie's. Dankeschön. Er hat irgendein Holo-Gesicht, ne? Irgendwas? Oder ist es einfach nur Schattenwurf? Ja, ist ein bisschen Flimmerschatten von ihren Haaren. Neues Gebiet betreten, Lizzie's. Da sollen wir rein. Gucken wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Hi. Yeah, got something to say? Ja, alles gut, danke. Ich dachte, ich könnte ein bisschen Loot abgreifen irgendwie. Stattdessen geht's hier zur Toilette. No future. Na, zumindest nicht auf dieser Toilette. Oh, was steckt denn da in der Wand? Kann man es mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Ah, ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Verschlossen. Da haben wir geile Disco. Aber wir sollen uns ja eigentlich mit Jackie treffen. Liegt da noch voll viel Zeug rum. Wollte da niemand aufräumen? Euro-Dollar. Wo denn? Ein Euro-Dollar. Nehmen wir mit. Das waren sogar 42 Euro-Dollar. Das Zeug heißt also wirklich Euro-Dollar. Hey. Sowas passiert also bei einer Währungsfusionierung. Euro-Dollar für Dinge, die ich nicht lesen kann. Chromanticore. Geil. Das wäre auch der Straßenname meines Charakters. Oh, hi DJ. Alles gut? Sie hat auf jeden Fall Spaß. Back, Mark 1. Er stellt sofort 15% Gesundheit und danach 30 Sekunden lang 3% Gesundheit pro Sekunde wieder her. Das heißt, man kann sich damit voll heilen wieder. Über 30 Sekunden. Cool. Mal her. Können wir hier noch irgendwas klauen?
Hier so ein USB-Stick. Ich hoffe, es sind keine USB-Sticks. Oder was aus dem Kühlschrank vielleicht? Ist das ein Kühlschrank? Was bist du? Also wir haben schon Geld geklaut. Wir haben quasi ein Medpack geklaut. Come back to my place. You have one last drink. Das ist auch ein ganz spezieller Tanz hier, ne? Yo. Yeah? What's up in the big world? Ich weiß nicht, du steckst da ein bisschen komisch fest. Wo ist denn unser Kumpel Jackie? Ganz da unten. Oh, dann gehen wir doch mal da runter. Das ist der Ausgang. Na, damit haben wir nichts zu tun. Wollen wir kurz an die Bar gehen? Jum, already here, tapping his fingers, waiting for you. Also, Jackie wartet schon auf uns. Ja, virtuelle Sexdrogen, geil. Yo, Jackie, alles gut bei dir, mein Digga? It's good to see you too, Jack. How you been? I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking, as long as you don't get flatlined. Yeah, I know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours. Ah, das muss aber unter uns bleiben, ne? Jackie, before I start, this stays between us. Por supuesto. I'm serious. This thing, it could ruin me. So could I. You do realize who you're talking to, right? A guy who's done this before. You remember what happened in Mexico, at the border? I peep one word. I know, you saved my ass. If word about the cartels had gotten out. But it didn't. And this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Wo ist denn die Kellnerin? Jackie hat doch gerade einen Drink bestellt, oder? Bei der Kellnerin, die da stand. Guckt die jetzt so lange an der Bar rum? Hm. Data Shard. Take it. Na, ich konnte da leider gar nicht drauf gucken, ne? Also haben wir jetzt nichts über Frau Abernathy rausgefunden. What do you think? Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard Eddies only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Huh. The piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Delicate situation. I know. That's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, hermano. It's a hit job. Plain and simple. You know how Arasaka operates. Or, okay, ah, if you don't, oder? This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. And you should too. Now, what do you say we liquor up and talk life? Gracias, mamita. Double tequila with grenadine and lime. Nothing better for drowning nerves. Hört sich lecker an, so eine Art Tequila Sunrise, ne? To this. Was that a toast? What the hell does that even mean? You raise a glass to your mama, your hermana, to the mamacita you'll meet at the bar, but this doesn't say a damn thing. To this. This job and all the rest of that corpo bullshit, you know what it is? Un pacto con el diablo. Ich bin ein bisschen betrunken, ne? Been saying it all along. Sold your soul to those Arasaka fuckers. Today,
They got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. Hm, wahrscheinlich. Think I have a choice? If I refuse, they take everything and leave me nothing. Yeah, well, let them. They'll also take the fist they got gripping your balls. I don't know about you, but I'm pretty picky about who I let touch my balls. And Saburo and his matones, oh, they definitely do not make the cut. Maybe someday, but for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always Hey, you lost? Got a problem? V, is that right? Hmm. Sie sind vom Hauptquartier, okay. Did Jenkins send you? Don't believe I know you. You don't, but we know you very well. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Name and department again? Didn't quite catch it first time around. Ugh, fuck! How you feeling? Pretty sharp dive, huh? Oh, your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. Accountzugriff suspendiert. Entlassung. Was stand da? Kündigung in der Arbeit. How the hell did you find out? That is not your concern. The data, now. Information's on the shard. Smart choice. We done? With the formalities, yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up. You're coming with us. Come on, move it. Yeah, Spinnin. I think you fellas might have forgotten just how far from home you are. Not sure this barrio's your style, let alone a healthy option. Queda claro. Is that a threat? Well, you start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. It'll do for now. Ooh, dodged one there. No. V, how you feel? You all right? I can't breathe. Need help? No. No, it's just withdrawal syndrome. Sort of. I think they cut off my hormone regulators. Biomon and SAT analysis system. Body's got to adjust. Hey. Hey. Should I get you to a ripper? Or, I guess, maybe trauma team's on its way. TT policy's gone, Jack. So are my biochem controllers. Company pad. I mean, they've seized my bank account. Not frozen, seized. Jesus, these fuckers move fast. You sure you feel okay, though? I mean... Give me a minute. Get my shit together. That'd be that, Jack. Just lost control of my life. Completely. I'd say you got it back. You couldn't say no to them. So they said it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. Ich habe noch einen Freund, na, wer weiß. About to say, I still have a friend? That's sweet. No, dumbass. You still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat-ass chunk of cha-ching. Just right for a new start. That's right, fool. Buckle up. Hey, you hearing all right? Don't look so hot. V! V! Hey, hermano. Your new life, it starts now. Geil.
got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals. But only half these gonks will survive a year. And that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. NC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The city of dreams. Ja, geil. Gefeuert worden. Auf eine sehr unangenehme Weise. Chick we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to, brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Militech? Jack, we're talking classified military-grade shit here. How'd you get it? T-Bug. And our girl made a couple adjustments. Why? Think she knows better? Nah, said it didn't suit her, style. You'll see what I mean. Sure, why the hell not? Na, schauen wir uns das Ganze auch mal an. Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. I will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Because at Militech... Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station One, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Klar doch. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Okay, cool. Habe ich eine Waffe? M10AF. Die Waffe ist M10AF. Gut. Lexington. 47. Jo. 47,5 Schaden pro Sekunde. Na, schauen wir mal. Oh, und Kugeln können von Oberflächen abfallen. Freie Zielfernrohrslot, freier Mündungslot. Ups. You'd find that too tough. What do you say we crank it up a notch? Klar. Maus ist ein bisschen sehr empfindlich. Not bad. But it's more realistic if the target's packing iron. Okay. Quit standing around and take cover. Drücke Y, um dich hinter Objekten zu ducken und in Deckung zu gehen. Ja, okay. You took a hit. Use a reanimator to patch yourself up. Wie mache ich das? Aha, ich nehme das Ding mit.
Und dann drücke ich, wenn du ein Verbrauchsgut erhältst, wird es automatisch in dem Verbrauchsguter-Quickslot in deinem Inventar ausgerüstet, sofern dieser frei ist. Drücke X, um ein Verbrauchsgut zu benutzen und Gesundheit wiederherzustellen. Hat sich noch Spaß an. Hallo? Head to the training area when you're good to go. Oh, look. We brought some chums with him this time. You know what to do. Moment, kann ich das auch? Framework, V. Stand on the platform and we'll move on. Kann ich mich hier rumlehnen? Nee, irgendwie die Tasten sind nicht belegt oder nur für das Tutorial gesperrt. Wo ist da meine Lebensenergieanzeige eigentlich? Back to your training, recruit. Man weiß es nicht. Hacking's the next item on the menu. Might notice I tweaked the course material a bit. Okay. Super Umgebung hier bei Militech. Halte Dings gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren, okay. Ach, die Taste ist falsch belegt. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. Server explosiv, Fehlfunktion und überladen. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Überwachungskamera. Technische Fähigkeiten 5 brauchen wir dafür. Aber was bist du? Können wir nicht sehen. Ist das da nicht Gold? Bin ich zu weit von der Kante hier weg? Scheinbar. Gefahren werden rot hervorgehoben, Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben, sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Okay, das da ist also eine Gefahr. Und das da kann ich hacken. This training module will teach you how to apply technological tools to combat situations. Jesus, Corp, work a little hack magic on the screen to distract the guard. Okay. Die Taste muss ich noch umdingsen, aber dazu muss ich das in der Datei machen, weil das hier im Spiel irgendwie sehr buggy ist, nicht funktioniert. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quickhacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quickhack-Ablenkungsmanöver, um die Wachen abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quickhacks mit QE oder dem Mausrad durchgehen. Ping. Was macht Ping? Dauer 0 Sekunden. Pingt das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden. Speicherkosten 2. Wo ist denn mein Speicher angezeigt? Wie viel habe ich davon? Ich weiß es nicht. Wir machen mal das Ablenkungs... Nee, wir machen mal einen Ping. Was soll denn passieren? Also ich kann ja auch auf Daten umschalten. Bildschirm. Fehlfunktion. Ah, okay. Kann ich den da ausschalten irgendwie? Wir pingen das mal. Nichts scheinbar. Hm, ist jetzt verkackt. No worries. Try again. Ja, ich hab's verkackt.
Ich weiß nicht, wie viel Speicher ich zur Verfügung habe. Sehe ich leider nirgendwo. Corpo Trash. Style over Substance. Das Symbol auf gehackten Geräten zeigt an, wie lange der Quick Hack aktiv bleibt. Es könnte zum Beispiel zeigen, wie lange eine Ablenkung einen Gegner beschäftigt. Okay, cool. Und nun schleiche dich an die Wache heran. Ah, okay. Good. Now take him out quietly. Du kannst dich leiser bewegen. All right, all yours. No worries. Try again. Work a little hack magic on the screen. Distract the guard. Corpo trash. Style over substance. Good. Now take him out quietly. All right, all yours. Take him out. Wie? Ah, hier. Packen wir und dann kann ich ihn entweder töten oder nicht tödlichen Takedown. Da hätte ich auch gern die Tasten getauscht, ehrlich gesagt. Never smart to leave behind any trace of your handiwork. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Solche Kisten zum Beispiel, oder es sieht aus wie ein Tank, ne? Der hat oben so einen Schraubdeckel, Müllschlucker. Erinnert ein bisschen an Hitman. Schrank, Telefonzellen, ich weiß nicht, ob das ein Kühlschrank ist oder eine Ahnung. Okay, aber es gibt Orte. Ach, das ist auch eine Mülltonne, okay. Okay. Now, try to take him down in one slick move. Ah, weil vorm Mülleimer stand. Das ist praktisch. Think you're ready to try hacking some gonks in real time? Have fun! Neue Quick Hacks wurden freigeschaltet. Mit Quick Hack kannst du Kontrolle über bestimmte Geräte übernehmen. Na, dann aktivieren wir mal den Scanner. So, Kamera. Haben wir da. Ich kann nicht zoomen oder irgendwas. So, Kamerasteuerung können wir übernehmen. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Ah, cool. Also wir können dann die Kamera übernehmen und von da aus uns weiter vorhangeln, ohne die Gegend jemals betreten zu müssen. Reach-Protokoll. Granatenzündung, 11 Speicherpunkte. Du hast nicht genügend verfügbare Speicherpunkte, um den Quick Hack Granatenzündung zu benutzen. Das Breach-Protokoll kann am gesamten Netzwerk einen Effekt auslösen. Nutze es jetzt, um die Speicherkosten für alle Quick Hacks zu senken. Du bist ein Roboter. Du bist auch ein Roboter. Es sind Arasaka-Roboter, klar. Das ist auch ein Militech-Trainingsprogramm. Ach, da oben ist unser Speicher. Cyberdeck-Speicher, 9 von 12. Der wird angezeigt, wenn wir eine Aktion machen können. Ah, cool. Zum Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codematrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Wir brauchen also 55, 55, BD, 55. Und wie kann ich die... Ich wähle 55 aus der Code-Matrix aus. Ungefähr so. Nee, ich muss so klicken. Now, detonate the grenade.
Und jetzt zünden wir die Granate. Okay. Also man muss da echt nur die richtigen... Ist wie ein Wimmelbild im Prinzip, ne? Granatenzündung 8. Na, perfekt. Mit der Kamera können wir rein, linksen. Ja, den Zoom. Cool. Okay. See? Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Under my wise command, you're a real champ. Take your spot on the podium. Außerhalb von diesem Training brauchst du ein Cyberdeck mit darauf installierten Programm, um Quick-Hacks benutzen zu können. Gut zu wissen. Sightseeing? Ja. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Before you finish up, Delta out now. But remember, the street's not gonna give you any hints or second chances. Dann schauen wir uns den Rest auch noch an. Basistutorial abgeschlossen. Hiermit hast du das Basistutorial abgeschlossen. Well, interagiere mit der Tür, um die Simulation zu verlassen, oder stöbere in den optionalen Tutorials, um mehr über andere Bereiche des Gameplays zu erfahren. Machen wir. Stealth. Das ist wichtig für uns. Right. So first, let's shape up those stealth skills. Okay. Ich bin bereit. Denke ich. Dann halte links gedrückt, um einen Scanner zu benutzen. Dazu. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberwehr zu markieren. Drücken einfach. Kann ich die alle markieren? Scheinbar. Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um an ihnen vorbeizuschleichen. Ich kann die jetzt durch die Wand durch beobachten. Feindlicher Bereich. Back to your training, Recruit. Die bewegen sich halt gar nicht, ne? Sieht er mich? Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, führt sich seine Alarmanzeige rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. Find cover, quick. Nice. Ah, okay. Nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight. Wie soll ich denn da hinkommen? Muss ich doch hier an ihm vorbei, oder nicht? Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Ich glaube, das hat jemand bemerkt. Almost, almost. Again, from the top. Okay, also Leute ausschalten, nicht so cool. Find cover, quick. Nice, nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight. So, was machen wir mit ihm hier?
stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Sind ja einfach hier in Deckung. Nova, well done. On to the next area. Na, halte die Augen offen nach Sicherheitssystem wie Geschützturm und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten können. Okay. Now the same thing, only with the camera. Kann ich die hacken? Markiert ist er. Feindliche Kameras, die ich entdecken können, haben orangefarbene Scanstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Okay. Ich kann ihn nicht auf Hacking umschalten, aus Gründen. Ich muss nach da kommen. Achso, hier starte ich. V, you're not a gonk-brained Militech recruit. Get moving! So, jetzt musst du kurz vergessen, dass ich hier bin. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da hinten. Ich muss hier nur vorbei. Nice work today. Just stand on the platform to exit the sim. All right, some advanced combat techniques for dessert. Then we wrap this party up. Hört sich super an. Time to get down and dirty in close quarter combat. Take him down. But careful. Looks tough. Come on, you got this. Ich wollte mich eigentlich anschleichen. Stark Gegner packen. Gegner mit bedeutend höherem Level, gekennzeichnet mit dem Totenschädel-Symbol, können sich mit Leichtigkeit aus seinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren. Darum solltest du vorsichtig sein. Okay, that'll do. Now maybe we find someone closer to your weight class. Drücken, um einen schnellen Angriff auszuführen. Linke Maustaste, okay. Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke Dingsbums, während die linke Maustaste während der vorherige Schnellangriff ausgeführt wird. Das war nix. Halte die linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen und lass los, um ihn auszuführen. Wo ist mein Gegner? Da. Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Hards. Ah, da. Okay. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Let's bump things up from easy to normal. This next fool can block your attacks. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu, nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Ah, okay.
halt die rechte Maustaste gedrückt, um in Abwehrhaltung zu gehen. Er kann treten. Ich höre auch. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen, wie deine schweren Angriffe ihre. 17. Drücke beim eingehenden Angriff die rechte Maustaste kurz, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Now this fool loses his footing every time he swings. Use that. Get in there and land a counterpunch. Das Timing. Ah, okay, ein bisschen später. Drücke zweimal schnell eine von den Richtungstasten, um die gewünschte Richtung auszuweichen. Okay. I like that. V, want to see this fool punch in air next. Don't let him land anything. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Okay. You've done well in mastering the way of the fool, young apprentice. I can teach you no more. This is the part where you face your final test. Okay, nichts davon funktioniert. Ja, wo ist er denn hin? Ich weiche sehr weit aus, wenn ich zur Seite gehe. Ah, okay. Machen wir mal ein Schwert. Wird ja ähnlich funktionieren, vermutlich. Die Nahkampftechniken, die du bisher gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Das richtige Block-Timing. Fällt mir da doch sehr schwer. Good. Now show me what you've learned. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Klare Sache. Wir versuchen es mal mit der Pistole. Und dran schleichen. Oh, linke Seite ist auch noch einer. Wie schieße ich denn? Almost, almost. Again, from the top. So, mal sehen, ob wir hier irgendwie hacken können. Optik Neustart. Waffenglitch nehmen wir mal.
like you're cruising already. Hop on the platform. Ja, ist natürlich blöd, wenn man direkt in so eine Situation reinkommt. So, ich denke, wir haben alles geschafft. Wollen wir mit ihr reden nochmal? Nee. So, dann schaue ich gerade auf die Uhr und ich würde sagen, ich speichere einfach mal an der Stelle. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn ich hier aus der Simulation rausgehe. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.